Willkommen zurück zu einer weiteren erschreckenden Folge Until Dawn im Remaster Remake Whatever. Freut mich, dass du da draußen wieder mit am Start bist. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte Grusel-Wusel-Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Es geht weiter, Freunde. Bewerten, kommentieren. Wenn ihr das Ganze hier ein klein wenig supporten wollt, geht ganz schnell und tut auch gar nicht weh, versprochen. Ihr werdet maximal einen Finger verlieren, aber mir auch nicht. So, Totem. Jetzt können wir drehen. Untersuche das Totem, um eine Vorahnung zu finden. Okay, die Totem-Mechanik ist irgendwie anders. Kann ich das noch weiter drehen? Ihr dreht es einmal so, ihr dreht es einmal so. Was ist hier? Ah. Hier entsteht so ein Riss. Okay, das ist ja richtig tricky. Das ist ja richtig, richtig tricky. Sah nach M aus. Totem gefunden. Verlust-Totem. Okay, die haben das Totem also überarbeitet. Das ist nicht mehr so wie im Original. Da hat man es einfach aufgehoben, angeguckt und schon kam die Vision. Sind das andere Totems? Ich habe leider nicht mehr die Vision im Kopf, dass ich jetzt sagen kann, ah ja, doch, doch, ist identisch. Weiß ich nicht. Es kann also auch gut möglich sein, dass sie das irgendwie geändert haben und man jetzt andere Visionen sieht. Ah, echt cool. Echt, findest du? Familienporträt. Alter, das ist der Vater? Okay, der sieht aus wie ein Serienmörder. Das ist also Daddy. Gar nicht cool. Hä? Was war das denn? Der Wind. Der Wind, das himmlische Kind. Was denn auch sonst, Chris? Oh. Hi, Chris. Wirklich witzig. Da, woran habt ihr mich erkannt? Solltest du nicht mal das Schloss öffnen oder sowas? Okay. Wo habt ihr mich denn jetzt dran erkannt? Ich bin doch ein Meister der Geisterimitation. Alter, das ist eine Hütte, ne? Gott, warum hab ich so eine Hütte in den Bergen nicht? Samt Berg. Was muss man machen, um sowas zu bekommen? Heutzutage. TikTok wahrscheinlich, ne? Ah, bin ich leider schon raus. Wahrscheinlich TikToken. Kannst dir sowas easy leisten. Okay. Ziemlich gruselig. Was ist das für ein Geräusch? Omi treibt's oben auf dem Schaukelstuhl. Oma, die alte Lederlippe, wird mal wieder richtig. Hart durchgeswangelt. Ist nur ein Fenster, alles gut. Alter Chris, du bist aber ganz schön schreckhaft. Schon sensibelchen. Wenn ich ein Deo wäre, wo wäre ich dann? Badezimmer. Alter, in der Lodge hier verläuft sich ja. Ich kann mir gar nicht vorstellen, so viele Zimmer zu haben. Boah, Traum. Whirlpool-Badewanne steht auf meiner To-Do-Liste für mein Haus. Einfach nur mega sowas. Da! Schön!
so ein Dreck. Perfekt. Tja, jetzt hast du aber wenigstens einen neuen besten Freund. Wir frieren noch hier draußen. Danke, danke, danke. Die Show läuft die ganze Woche. Shit. Mann, das Ding hat mich erschreckt. Was war das? Bist du okay? Es war ein Bär oder ein Tiger oder sowas. Oh, es war nur ein süßer kleiner Baby-Vielfraß. Baby? Keine Sorge, du wirst bald ein großer Junge sein. Home sweet home. So würde ich das nicht ausdrücken. Oh mein Gott, es tut so gut, drin zu sein. Auch wenn es hier irgendwie ziemlich eisig ist. Ich mach mal Feuer an. Hier hat sich ja kaum was verändert. Es war niemand hier oben. War nicht die Polizei ständig hier? Na, in letzter Zeit war ja nicht viel los. Nope. Was geht, Party People? Hey! Hey! Fühl dich wie zu Hause, Bro. Klar doch! Ja, komm doch rein. Mach's dir bequem. Nimm dir, was du willst. Aber das machst du ja sowieso. Stimmt's? Wow. Ganz ruhig, Cowboy. Wieso verdammt warst du mit M auf dem Weg? Was? Ich hab euch gesehen. Durch das Teleskop. Vorhin? Wir haben uns zufällig getroffen. War eine Weile her, deshalb haben wir uns umarmt. Ist das verboten? Klar. Ja, ach Mann. Sorry, es war ein langer Tag. Ich habe einfach überreagiert. Hey Mann, kein Ding. Alles cool? Ja, ja, total. Oh mein Gott, das ist so eklig. Hast du vor, sein Gesicht aufzufressen? Im Ernst jetzt, durchschaubarer geht's ja bald nicht mehr. Niemand will dir dein Revier streitig machen, Schätzchen. Entschuldige bitte. Hast du was gesagt? Oh, hast du mich nicht gehört? War deine Flittchenshow zu laut? Da ist wohl jemand verbittert, weil sie nicht landen konnte. Ja, ist ja auch wie beim Viehmarkt bei deinem Traumtypen. Glückwunsch zur schönsten Kuh. Nein, wie kreativ. Nennt Miss Homecoming eine Kuh. Komm schon. Nein, Schnauze, Matt. Halt dich da raus, du Trottel. Hey, pass auf. Ach, außer dir darf ihn keiner runtermachen. Gehört dein Spielzeug allein dir. Du bist so ein Miststück. Von mir aus. Es ist mir sowas von egal, was du denkst. Wenigstens kann ich denken. Jahrgangsbeste Einserzeugnis. Denk daran, wenn du den Chef vögelst, damit er dich einstellt. Er braucht Noten, wenn man schon alle natürlichen Vorzüge im Überfluss hat. Oh, bitte. Du könntest nicht mal schimmeliges Brot kaufen mit deinem dürren Arsch. Ist das dein Ernst? Glaubst du, das ist eine Beleidigung? Das Flittchen ist auf Crack oder sowas. Emily, stopp! Das geht echt zu weit. Es gibt keinen Grund, sich so aufzuführen. Ja, warum streitest du dich um deinen Ex-Lover, Hört auf! Das ist nicht der Grund für unser Treffen. Das hilft uns nicht. Das ist nicht, was ich wollte. Okay, ehe wir uns nach 10 Minuten schon umbringen, brauchen wir vielleicht eine Pause, oder? Mike, sieh dir doch mal die Gästehütte an, von der ich dir erzählt habe. Ja, okay. Willst du mitkommen? Hauptsache weg von dieser Hure. Sie liegt ein Stück den Weg hoch. So viel dazu. Ja. Also, Josh, sollen wir Feuer machen? Wo ist meine Tasche? Ha? Huh? Meine Tasche. Die, das kleine Ding mit dem pinken Muster, die vom Rodeo Drive. Matt, hörst du mir zu? Oh mein Gott, weißt du das nicht mehr? Neben dem italienischen Schuhgeschäft, da gab's diese Stilettos und du hast das Regal umgeworfen, weil du die Kassiererin angegafft hast. Was ich meine, sie hat doch nur nach meiner Teamjacke gefragt. Klar, weil sie echt abgefahren ist auf deine Designer-Teamjacke. Was hast du gegen meine Jacke? Matt, ich brauche meine Tasche. Oh mein Gott, M. Vielleicht hast du sie nur vergessen. Glaubst du ernsthaft, ich vergesse meine Tasche? Also, glaubst du's? Schätze nicht.
Du musst sie an der Seilbahnstation vergessen haben. Komm mit, Schatz. Wir sind bald zurück. Und dann können wir uns aufwärmen? Ja, und zwar richtig warm. Okay. Okay, dann los. Ich hab so richtig hart Mitleid mit Matt und ich hasse Emily so sehr. Okay, ich nehme jetzt ein Bad. Der arme Matt, oder? Im Exil. Im Sexil. Nichts dagegen. Wie weit ist es überhaupt zu dieser Hütte? Diese Hütte ist das gemütlichste und romantischste Liebesnest, das du je sehen wirst. Falls wir jemals ankommen. Ich glaube, das Glück ist heute auf unserer Seite. Mach alles richtig, vielleicht wirst du dann noch glücklicher. Hey, Pornostars! Ihr braucht den hier. Pornostar? Ich würd's mir ansehen. Git. Sorry für den kleinen Rausschmiss. Ist okay, Mann. Oh, ich bin sicher, ihr vertreibt euch die Zeit schon irgendwie. Mhm. Dir viel Spaß auf den billigen Plätzen. Oh, fast vergessen. Ihr müsst den Generator anwerfen, damit ihr seht, wo ihr hingeht. Ist dunkel da draußen. Okay, verstanden. Ich glaube, Josh hat mit mir geflirtet. Okay, willst du fragen, ob er mitkommen will? Was, wirklich? Was? Nein! Jess ist eigentlich... Am Anfang ist sie schon echt super peinlich, fängt sich aber später. Aber Jess ist immer noch tausendmal besser als M. Also wenn jetzt einer sagen würde, wen willst du haben? Jess oder... Jess. Einfach Jess. M, never. Never, never M. Okay, hier ist das Geflüster stärker. Jetzt schwächer. Hier ist gar nichts mehr. Okay, daran kann ich mich noch erinnern. Aber ich will euch nichts spoilern. Ich werde nichts vorwegnehmen für die Leute, die das Ganze hier zum ersten Mal sehen. Da wird es ja auch einige geben. Ich habe das Spiel zweimal durchgespielt. Oder habe ich es dreimal durchgespielt? Also auf jeden Fall habe ich es zweimal Let's Played. Und ich habe nochmal geguckt... Wie ist so der Unterschied? Sieht dieses Spiel jetzt wirklich signifikant besser aus? Und ja, also es sieht schon wirklich eine Schippe besser aus. Alles sieht knackiger aus. Hey, Knackarsch! Fotosession? Klar doch! Super Einfall. Okay. Oh oh. Und? 3, 2, 1. Perfekt. Oh mein Gott, das ist... Perfekt. Wir sind so ein heißes Paar. Krass. Wie ein Model. Du hältst die Kamera bereit, dann wird es vielleicht sogar ein Portfolio in der Hütte. Hey. Vermerkt. Ja, sie ist halt unsicher, ne? Sie übersexualisiert alles, weil sie einfach total unsicher ist. Oh, es ist eiskalt hier draußen. Aber wenn sie das mal ablegt, ist sie, glaube ich, eine ganz liebe in der Beziehung. Wie willst du das anstellen? Ich hätte da ein paar Ideen. Sie verhält sich halt wie ein Teenager. Privatgrundstück. Washington-Anwesen. Aber die Jacke ist der Hammer. Die hätte ich auch gerne. Emily ist so dumm, wie sie aussieht, wenn sie wirklich denkt, sie könnte sich zwischen uns beide drängen. Wenn wir Glück haben, folgt sie uns hier raus und hat einen Unfall mit einem Bären. Ja, sie ist anstrengend. Aber mach's ihr nicht so schwer. Sie ist noch ziemlich daneben seit dem Schlussmachen. Hallo? Nicht mein Problem, Mike. Und deins ist es auch nicht. Ah, und dann immer dieses Rumgebitsch. Und da, finde ich, sind Frauen unglaublich anstrengend. Also, ihr denkt, Männer sind eifersüchtig. Klar, es gibt auch total die verrückten, durchgeknallten Männer. Aber Frauen, boah. Wenn die erstmal richtig eifersüchtig sind, dann fahren die Krallen aus. Das ist kein Klischee. Ich hab's mehrfach erlebt. Ah. Ach komm. Hier.
Was kann ich dafür, dass sie nicht kapiert, was Zieleine-Schlampe heißt? Alter, ja. Matt. Schau im Wörterbuch nach, Mike. Schlampe. Wow. Matt, Mike, sorry. Was haben wir denn hier? Ist gesperrt. Kleine Kontrolle. Ja, Mike ist eigentlich auch eher so ein Mike, Nice Guy. Mike, wäre es nicht toll, den Geni anzuschmeißen, damit es weitergeht? Was ist ein Geni? Das ist ein Geni, ja. Sag doch nicht sowas wie Geni, Jess. Das ist ein Geni. Okay, mal sehen. Haben die eigentlich neue Lines? Oder boom, irgendwas neu eingesprochen? Sehr gut, Mikey. Es soll ja neue Szenen geben, also muss ja auch irgendjemand die eingesprochen haben. Wow, du bist echt genial. Ah, creepy. Aber ja, optisch, das Spiel ist ein bisschen hübscher. Also ich meine, das Original sieht auch immer noch sehr gut aus. Ja, es ist ein grafisch sehr schickes Spiel, aber das hier sieht definitiv besser aus. Sesam, öffne dich. Auch die Auflösung ist halt einfach viel höher bei dem Spiel. Ja, total, das ist super. Oh ja, ich hab die Hits. Und sie haben anscheinend nichts wegzensiert. Ach, hier macht sie Musik an, ne? Bist du schon gespannt? Du siehst nicht gespannt aus. Ich bin sowas von gespannt, Süße. Es ist wie ein kleines Abenteuer. Ein Sexurlaub. Boah. Die hat nichts anderes in der Birne. Ich sag ja, die ist total der hormongetriebene Teenager. Mike ist ein bisschen überfordert. Wegen Hannah und Beth. Wieso räumen die das nicht weg? Tja, die Ermittlungen wurden nie abgeschlossen. Okay, jetzt krieg ich Gänsehaut. Tja, wo auch immer sie sind, sie freuen sich bestimmt, dass wir alle an sie denken. Eine schöne Art, die Sache zu sehen. Sag ja an sich, ist Mike eigentlich ein recht anständiger Typ. Und jeder hätte mit M Schluss gemacht, oder? Absolut jeder. Hast du das gehört? Da war irgendwas. Ja. Oh, verdammt. Ich glaube, wir kommen nicht zur Hütte, wenn der Weg blockiert ist. Auf keinen Fall gehe ich zurück in diese Lodge zu den Schießbudenfiguren und trinke heiße Schokolade mit Emily. Also, heiße Schokolade hätte ich gerne. Wir sind Abenteurer. Wir finden einen anderen. Jess! Fuck! Hey, Jessica! Yep. Hey, alles gut. Heilige Scheiße, das mich voll erschreckt. Was meinst du, wie es mir geht? Hast du dir den Kopf angeschlagen? Soweit ich das sehe, sind noch alle von meinen 7 Armen dran. Ja. Kannst du raus? Ich weiß nicht. Ich kann hier unten überhaupt nichts erkennen. Okay, ich komme runter. Bleib, wo du bist. Hey, Adonis! Hilfst du mir, diese Lore wegzuschieben? Okay. Hilf mir schieben, hilf mir schieben. Okay. Also, wie wir beide zusammen stöhnen, habe ich mir anders vorgestellt. Okay, das war ein sehr aufgesetztes Lachen, Jess. Ihre armen Nieren. Mann, die hat doch am Ende bestimmt irgendwas an der Blase. Wie können Frauen so rumlaufen? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das absolut nicht. Ach du Scheiße! Oh mein Gott, alles in Ordnung? Ja,
Bin okay. Oh, Himmel. Hier empfange ich eine Menge Vibes. Und zwar nur die richtig gruseligen. Kann ich was tun, damit du die Gänsehaut los wirst? Spar dir das für die Hütte, Poser. Poser. Okay, hier ist was. Alles klar, sie lassen sich auf jeden Fall so sexy. Weil wie gesagt, auch dieses Sexualisieren fliegt ja aus Videospielen raus. Und immer wenn ich sage, würde ich nicht machen, bin ich eigentlich auch immer der Böse, wo es dann heißt, naja, Kies, man merkt halt, dass du irgendwie aus der Steinzeit kommst. Wir haben 2024, da haben Frauen gefälligst, nicht mehr sexualisiert zu werden. Das machen ja eh nur Männer. Absolut nicht. Also ganz ehrlich, wenn ihr mal so ein Ryan Gosling-Video reinziehst, was da drunter steht, wie die Frauen nach ihm lechzen, was ich absolut nachvollziehen kann, denn ich lechze auch nach ihm. Ryan Gosling darf mit mir auch alles machen, aber ja, wir sind alle Menschen, die irgendwie sexualisieren. Und in einem gewissen Rahmen ist es meines Erachtens auch in Ordnung, ja. In so einem Teenie-Slasher, da muss eben eine geile Braut mit dabei sein und ein Typ mit einem geilen Körper. Es ist halt einfach so. Es gehört einfach dazu, ja. Es gehört einfach dazu. Keine Ahnung, warum wir auf einmal alle so zugeknöpft sind und immer irgendwie Angst haben. Wow. Kein Mensch. Das hier ist ja historisch. Oh, wie abgefahren. Das ist von den Ureinwohnern, oder? Ich glaube nicht, dass die Bergarbeiter eine künstlerische Ader hatten. Nein. Nein, genau. Das ist wie eine Art Schrein oder sowas. Ein Schrein? Wofür? Um die bösen Monster fernzuhalten. Alles klar? Ja, war knapp. Von Sicherheitsvorschriften halten die hier wohl nicht. Ja, ich finde, wir sollten jetzt hier raus. Also ja, kein Mensch wird zum Amokläufer wegen einem Doom, Quake, Counter-Strike oder sonst irgendwas, aber auch kein Mensch wird zu einem Vergewaltiger, nur weil in einem Teenie-Slasher es ein paar heiße Szenen gibt. Aber keine Ahnung, warum wir auf einmal so durchdrehen. Aber die Leute können es mir erklären in den Kommentaren. Sie haben Antworten darauf. Ich kann es nur nicht nachvollziehen. Weil ich halt ein Dinosaurier bin. Zum ersten Mal fühle ich diesen Generationsunterschied. Ich habe immer gedacht, das passiert mir nicht. Ich habe immer gedacht, ich bleibe ewig cool. Aber nee, es passiert anscheinend. Irgendwann hat man einfach eine andere Ansicht auf die Welt, die nicht mehr zeitgemäß ist. Es könnten einige sagen, ja, dann änder dich doch, Kies. Werd endlich PC. Wie South Park. Aber ich weiß nicht, ich mag mich eigentlich so, wie ich bin, deswegen scheiße ich da drauf. Schon weiter Weg, ne? Also wenn da dir irgendwas Sieh passiert, an, hört dich niemand. Als Josh Hütte gesagt hat, dachte ich schon ans Weiße Haus. Was? Bis du die Lincoln Suite siehst. Oh, hast du vor, mir den kleinen Präsidenten zu zeigen? Lust auf einen Flug mit der Air Force One? Okay. Spaß dir für die Wahlkampfrede, Baby. Oh, ein Teleskop. Ein Blick auf die Bäume, ein Blick auf die Wolken, ein Blick auf die Hütte. Oh. Wow. Alles klar? Ich habe jemanden bei der Hütte gesehen. Okay. Lass mal sehen. What the heck? Heimlich vom Eierpunsch genascht, Babe? Wir sind ganz allein hier. Möglich. Hat er das eben gerade nicht gesehen? Blackwood Pines. Gebirgsbewohner. Kinsey Wolf. Dieses mächtige Raubtier. Eine wahre Legende unter den Fleischfressern greift
Wabitis, Rentiere und alle verwundeten Tiere an, denen es begegnet. In Alberta ist die Jagd auf Wölfe auf Privatgrund gestattet. Glücklicherweise werden die Wolfsbestände hier in Blackwood Pines stets unter Kontrolle gehalten. Grizzly Bear. Der Grizzly, ein Allesfresser mit ausgeprägter Vorliebe für Aas, ist generell nicht dafür bekannt, eine Mahlzeit zu verschmähen. Seine bevorzugte Nahrung ist Fisch, Lachs, Barsch, Forelle, weshalb man in der Nähe von Flüssen oder Gebirgsbächen besonders häufig auf das Tier trifft. Obwohl Grizzlybären als extrem gefährlich gelten, sind Angriffe auf Menschen eher selten. Rocky Mountain Wapiti. Der prächtige Wapiti durchstreift diese Lande schon seit tausenden von Jahren. Obwohl sie zumeist eher sanftmütige Geschöpfe sind, sind die dominanten Männchen, Bullen, dafür bekannt, ihre Herden vehement gegen Eindringlinge zu verteidigen, was zu harten Auseinandersetzungen mit Kopfstößen und heftigen Angriffen führen kann. So, jetzt habt ihr auch was gelernt. Bildungsauftrag mal wieder erfüllt, ne? Sagen Leute immer, bei mir lernt man nichts in den Let's Plays. Bei mir lernt man eine Menge über Sexismus, Gewalt und ab und zu auch über Tiere. Aber auch echt die Ruhe weg. Ganz gemütlich. Ja, aber wir haben doch alle die Kreatur gesehen, oder? Okay, drüben ist noch ein Totem. Sexy Totem. Alter, wie er gekrischen hat. Ich habe auf den Paarungsruf geantwortet. Wow, du Flittchen. Ja, ich habe viel Liebe zu geben. Ja, gut gekontert. Bin ich erschreckt? Gut gekontert. Guck mal, wie man irgendwie das Totem verpassen soll, ne? Jetzt, wenn man nicht dran denkt, aber du noch ein Totem. Latscht man einfach weiter. Hier. Salamander. Alter, wie drastisch. Irgendjemand hat Jesse untenrum alles weggefetzt im Gesicht. Wenn du doch sowas siehst, dass die da auch nicht drauf reagieren. Oh, ich habe gerade gesehen, wie meine Freundin komplett die Fresse zerfetzt bekommen hat. Aber naja, sonst alles cool. Na gut, Leute, sexy, weiter geht es in der nächsten Folge. Wenn man cool ist, bewertet man, habe ich gehört. Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen und...